Ja, Leidenschaft, das kann man eigentlich bei Rapid gar nicht beschreiben, was da richtig Leidenschaft ist. Man geht ins Stadion, man freut sich eine Woche vorher schon aufs Match und dann fiebert man immer hin aufs Match und dann kommt der Tag und dann, ja, und dann denkt man eigentlich, geht alles nur auf Rapid. Ja, seit ich auf der Welt bin, ich bin schon, sage ich mal, aus Rapidl auf die Welt gekommen. Ja, und mache ich das jetzt schon 26 Jahre und ins Stadion gehe ich ungefähr jetzt seit meinem 13. Lebensjahr. Und ja, die West habe ich jetzt schon 10 Jahre. Und ja, sind überall dabei, wo man nur dabei sein kann mit Rapid. Und ich hoffe, das wird auch weiterhin so sein. Ja, es fängt in der Früh mit Rapid an und hört auf die Nacht beim Schlafen gehen mit Rapid auf. Und es ist irgendwo immer Rapid im Hintergrund drinnen. Und wenn einmal einer anruft und sagt, hey, macht man das, und es ist aber ein Spiel, muss ich ihm leider absagen und sagen, nein, ich muss leider zu Rapid fahren, das ist wichtiger, leider. Aber für mich und für andere ist das sehr wichtig und sage, im Leben muss passen und dann ist das ganz okay. Ja, man investiert einfach wirklich viel Geld, wenn man rechnet mit den ganzen Spielen und mit den Auswärtsfahrten, dann sag ich mal, ist ein Jahresbudget von 2.500 bis 3.000 Euro im Jahr die Rede, mit den ganzen Auswärtsfahrten und Auslandfahren. Aber man macht es halt für den Verein, wenn man für den Verein lebt, dann macht man es für den Verein und man sieht, dass immer viele Leute mitfahren, 1.000, 1.500, in Sofia auch wieder 1.350 und das ist ganz okay und da sieht man, dass das in Österreich kein Verein so schafft, denke ich, dass so viele Leute auswärts mitfahren. Hunderte Stunden. Weil die Fahrzeit ist circa, wenn ich jetzt auf Wien fahre, hin und retour bei 2,5 Stunden. Und das dann im Monat aufgerechnet mit den Auswärtsfahrten, ja, sind etliche 100 Stunden. Ja, so wie gesagt, ich bin schon als kleines Kind so reingeklebt worden und ja, dann seit sogar 4 Jahren fahre ich jetzt schon mit den Lions mit und immer mehr und es wird immer mehr und mehr und mehr und ja, sozusagen, wo ist echt der Rapidler? Man muss mit dem umgelernen, wenn jetzt ein Mensch ganz normal zu mir herkommt und redet mit mir ganz normal, ist das für mich okay. Ja gut, bei der David-Zeit wird das nicht passieren, dass sich ein Grüner mit einem violetten Zaum tut, aber ich werde ihm sicher keine reinhauen. Ja, ich finde, die Medien bauschen das alles ein wenig auf und es ging teilweise ja öfter viel friedlicher zu, wenn nicht das Polizeiaufgebot so war. Die stiegeln teilweise schon gewisse Schlägereien richtig auf und ja, das ist ein wenig blöd, aber wir müssen da irgendwie durch und hilft nichts.